regelmäßig laufenden Backups, die da tagsüber laufen, oder ob es die Backups sind, die wir für irgendwelche anderen Abteilungen machen sollen, die für externe Dienstleister zur Fehleranalyse oder sowas gemacht werden sollen. Diese Backups werden in der Regel ja über irgendwelche Third-Party-Tools oder SQL nativ gemacht. Aber so für einen externen Dienstleister kommt man dann doch mal in die Bredouille und müsste dann so einen Backup-Befehl sich selber in T-SQL oder sowas zusammenbauen oder über die GUI im Management-Studio entsprechend zusammenklicken. Damit zusammenhängt natürlich ganz wichtig die Datenbankkopien. Könnt ihr mir mal bitte aus meiner Produktionsdatenbank eine Kopie machen in die Integrationsumgebung oder macht mir bitte eine Kopie. Ich muss in der Entwicklungsumgebung ein neues Feature testen. Ich brauche jetzt dringend mal bitte eine neue Testumgebung. Könnt ihr mal bitte eine Kopie dafür anlegen? Oder aber, was natürlich auch gern gesehen ist, neue Benutzer. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der kommt in die Gruppe so und so und braucht die und die Berechtigung. Könnt ihr den mal bitte eben anlegen? Auch gern gesehenes Feature: Migrationen. Ob es jetzt nun ist von einer alten Hardware auf eine neue Hardware, ob es ein altes Ob es ein altes Betriebssystem ist, was ist, auf was ein auf neues ein neue neues Hardware drauf neue muss. Hardware drauf muss. Ich höre mich jetzt seit 20 Sekunden doppelt. Ja, ich habe es ausgemacht. Danke. Was auf eine neue Hardware drauf soll oder von einer alten SQL-Server-Version dann entsprechend auf eine neue Version hochgelevelt werden muss, dann tauchen solche Migrationen natürlich auf, wo wir einen alten SQL-Server oder einen bestehenden SQL-Server auf diesen neuen dann irgendwie migrieren müssen. Alle User-Objekte darüber, alle Jobs dort drüber, alle Schedules, alle Alerts, alle Jobs und so weiter, was halt dort entsprechend am SQL-Server konfiguriert ist oder eingerichtet ist, all diese Objekte müssen natürlich auch dem neuen Server dann unter Umständen vorhanden sein. Wenn wir schon dabei sind, einen neuen Server aufzusetzen bzw. zu migrieren, dann ist natürlich auch wichtig, dass wir entsprechend diesen Server konfigurieren oder aber vielleicht später mal im laufenden Betrieb feststellen, dass die Konfiguration, die wir dort deployed haben, nicht so optimal ist und müssen diese Konfiguration dann anpassen auf einem Server oder vielleicht sogar auf mehreren Servern, weil man festgestellt hat, wir müssen jetzt unbedingt das Trace Flag 1117 setzen oder die Schedules für irgendwelche Agent-Jobs müssen auf mehreren Servern angepasst werden. Solche Konfigurationen sind natürlich für einen DBA entsprechend aufwendig, wenn er das, ich sag mal, 10, 20 Server durchklicken muss. Auch eines der schwierigeren Themen, die ich da jetzt mal kurz reingestreut habe, Aufsetzen von Mirroring, nicht mehr so unbedingt so aktuell, aber im Rahmen von Availability Groups natürlich ist Mirroring sowas wie sozusagen das extended, erweiterte Mirroring, aber es gibt halt auch noch Maschinen- oder Serverumgebungen, wo das tatsächliche alte Mirroring entsprechend verwendet wird und auch hier entstehen dann entsprechend Konfigurationsaufwände oder Tätigkeiten unter Umständen. Im Sinne der neuen Benutzer- oder Berechtigungsanpassungen haben wir hier natürlich ja, entsprechend auch Tätigkeiten zu tun. Bitte gib mir mal Sysadmin-Rechte temporär. Ich muss mal meine Datenbanken oder meine Konfigurationen abziehen oder aktualisieren. Der nächste Punkt ist auch sehr beliebt bei DBAs. Macht doch mal eine Inventur. Was habt ihr eigentlich? Wie viele SQL-Server haben wir? Welche Versionen sind das? Wie groß sind die Datenbanken, die da dranhängen? Und so weiter und so weiter. Ihr kennt das alle. Und darauf basierend natürlich entsprechende Berichte an das Management, an Zertifizierungsumgebung und so weiter. Das könnt ihr natürlich in der aktuellen Welt oder ich sag mal, sorry, in der alten Welt über T-SQL, über das Management Studio oder so vielleicht sogar schon über das Azure Data Studio entsprechend dort abziehen und eure Befehle dort absetzen oder vielleicht habt ihr auch sogar eure eigenen SQL-Skripte dafür geschrieben. Ich möchte euch hier jetzt schon weil ich ja ein eher fauler Mensch bin und das Ganze eher gemütlich angehen möchte, weil ich möchte ja einen entspannten Arbeitstag haben und mir nicht denken, oh, wo muss ich jetzt schon wieder diese Skripte oder was muss ich in diesem Skript entsprechend zusammenbauen, damit es effizient läuft und damit ich es möglichst
einfach, es möglichst einfach habe, entsprechend oft auszuführen oder auf meine Umgebung so auszurollen, dass es einfach wird. Jetzt gibt es schon seit einigen Jahren schon fast das PowerShell-Modul DBA-Tools, das ich euch hier in diesem Rahmen ein wenig vorstellen möchte, wie man genau diese DBA-Tätigkeiten entsprechend in einer neuen Infrastruktur oder beim Aufsetzen eines SQL-Servers entsprechend euch das Leben ein wenig vereinfachen könnt, dass ihr nicht, wie zum Beispiel bei einer Migration, erstmal euch Gedanken machen müsst, wie exportiere ich oder extrahiere ich meine User und deren Berechtigungen über alle Datenbanken aus dem alten Server und packe sie dann in diesen neuen Server. Und dann scheitert das und die ganze Migration, das ganze Skripten dauert erstmal 1 bis 2 Tage Vorbereitung und dann tatsächlich die eigentliche Migration durchzuführen. Und dafür möchte ich euch jetzt hier in diesem Rahmen einmal kurz das PowerShell-Modul DBA-Tools vorstellen, mit dem ihr solche Szenarien abarbeiten könnt. Ich habe dazu mal vorbereitet eine 2-Server-Umgebung, einen alten SQL-Server 2014, basierend auf Windows 2014, habe dort die beiden AdventureWorks 2012 Datenbanken reingehängt, habe ein paar Windows-Benutzer, ein paar SQL-Benutzer und entsprechend auch sogar hier auch eine Windows-Domain-Gruppe entsprechend angelegt, um euch das dann zu demonstrieren. Ich habe allerdings hier noch keine Jobs drin. Das werden wir nachholen sozusagen. Das kann ich euch auch zeigen. Hier auf dem 2019er, was dann das Ziel sein soll, der läuft auch auf einem Windows 2019. Es ist also nicht dieselbe Maschine, sondern es ist eine zweite Maschine, sodass wir auch über die Betriebssystemebenen hinweg gehen. Hier sind keine Datenbanken vorhanden, hier sind noch keine User, bis auf mein lokaler Admin drin oder mein Domain-Admin drin, so dass ich hier entsprechend darauf zugreifen könnte. So, und jetzt möchte ich gerne mit euch die Konfiguration, also dieser SQL-Server ist frisch installiert, es ist eine frische SQL-Server 2019-Installation, noch bestehen mit den aktuellen Default-Werten in der Konfiguration des ganzen Servers. Das Max Degree of Parallelism kommt natürlich aus der SQL Server 2019-Installation, da hat Microsoft ja nachgebessert seit 2017, dass hier auch die Werte entsprechend schon während des Setups eingerichtet würden. Ich habe jetzt auf meiner Testumgebung hier nur schon mal Parameter angelegt, definiert einen Parameter wie zum Beispiel den alten SQL-Server, das ist der alte SQL-Server 2012. Ich habe eine Variable gefüllt mit dem neuen, das ist dann der SQL-Server 2019 und über diese Variablen werde ich jetzt gleich mit euch diesen SQL-Server entsprechend Best Practices schon mal vorbereiten oder installieren und dann können wir dort... Ich habe da gerade mal eine Frage an dich, Björn. Ja, vielleicht für all diejenigen, die sich nicht so gut mit PowerShell auskennen, in den Variablen, ist da jetzt einfach nur dieser Text drin oder ist da vielleicht was anderes drin? Da ist einfach nur der Text drin, im Sinne von... Okay, das ist jetzt in dem Fall kein Objekt oder was? Nein, nein. In dem Fall ist es tatsächlich nur eine einfache Variable, die ich da gesetzt habe mit dem SQL-Server 2019 als String. Okay, alles klar. Aber vielleicht für alle, die sich mit PowerShell nicht so auskennen, was da ganz cool ist, ist, dass man da halt hauptsächlich mit Objekten arbeitet. Jetzt in dem Fall natürlich nur mit dem String, aber weil ich hätte jetzt gedacht, dass da der komplette SQL-Server drin ist, also im Prinzip ein SQL-Server. Okay. Aber mach ruhig weiter. Das in dem Fall ist es erstmal nur eine Variable, um mir das Skripten nachher sozusagen zu erleichtern. Denn immer wenn ich jetzt sonst, ich habe es jetzt hier als Test mal vorher gehabt, ich habe den, wo ist er? Da ist er, Test SQL, Test DBA, Max DOP und dann kommt der erste Parameter, den ich dort angeben muss, natürlich, welchen SQL-Server möchte ich testen. Dafür gibt es dann in DBA-Tools entsprechend den Parameter SQL-Instance. Der ist in nahezu allen Kommandos in DBA-Tools entsprechend so zu besetzen und kann dann hier, anstatt zu sagen, ich möchte gerne SQL 2019 testen, das kann ich auch machen,
Ja, dann komme ich auf den SQL 2019 drauf. Kann ich hier natürlich aber auch sagen, ich möchte einfach nur die Variable benutzen, dann komme ich auf denselben Server. Das macht es mir dann im Scripting nachher einfacher. Ja, klar. Ja? Aber ich wollte eigentlich damit beginnen, das ist nicht das Problem. Ich müsste ja theoretisch erstmal, hier habe ich es schon getan, aber ich müsste ja erstmal das DBA-Tools-Modul entsprechend installieren. Dafür hätte ich die Möglichkeit, entsprechend das Install-Module zu nehmen. Und wenn ich dann auf dem SQL-Server oder auf meiner Admin-Station einen Internetzugriff habe und eine eine PowerShell-Version größer 4, beziehungsweise idealerweise schon größer 5, dann kann ich Install-Module benutzen und kann mit Install-Module DBA-Tools direkt aus dem Internet herunterladen, aus dem Trusted, aus der PowerShell-Gallery. Dann wird dieses Modul entsprechend schon auf meinem Server dann oder auf meiner Admin-Workstation installiert und kann genutzt werden. Sollte das Ganze nicht online möglich sein, dann besteht auch die Möglichkeit, sich das Modul herunterzuladen. Dazu kann man dann zum Beispiel die Webseite von DBA-Tools aufrufen, die da heißt dbatools.io/download. Dann landen wir auf der Download-Seite, wo ganz toll erklärt wird, was brauche ich oder welche verschiedenen Möglichkeiten habe ich, das Modul überhaupt zu installieren. Ja, hier oben sind wir bei den Online-Varianten. Es gibt dann hier unten auch die ganze Offline-Variante. Man kann sich das ZIP direkt runterladen und auf dem Server in dem PS-Module-Pass entsprechend dorthin kopieren, extrahieren. Oder man kopiert sich das Ganze aus GitHub herunter oder. Das ist hier alles sehr wunderbar erklärt und auch sehr nachvollziehbar. Das solltet ihr da hinkriegen. Kommen wir zur Konfiguration des Ganzen. Gemäß Best Practice sollte man ja auf dem Betriebssystem entsprechende Parameter setzen, wie zum Beispiel in der Local Group Policy, dass der Service-User, mit dem der SQL-Server läuft, in der Lage ist, die Volume-Maintenance-Tasks auszuführen oder sich als Batch-Lock-On oder diese Berechtigung set, Batch-Lock-On oder Prozess darf sich anmelden als Batch-Lock-On, sollte man ja setzen. Das kann man ganz einfach auch mit DBA-Tools entsprechend, dazu muss ich nicht extra in die GUI dazu gehen. Das kann ich dann ganz toll über DBA-Tools Set Privileges machen. Auch hier muss ich dann angeben SQL Instance. Ach Quatsch, Computer Name, da haben wir es, weil das ist natürlich auf Betriebssystemebene, das ist keine SQL Instanz, also der Computername. Der ist hier in dem Fall auch SQL Server 2019. Achso, ich habe den Type vergessen. Minus Type. Ich muss natürlich angeben, nicht nur auf welcher Maschine ich das machen möchte, sondern ich muss ihm hier auch sagen, mach das Ganze als Batch Lock On, setz die Werte für Batch Lock On, setz die Werte für Lock Page in Memory und setz die Werte für Instant, also für Volume Maintenance Tasks. Und dann kriege ich eine Fehlermeldung, dass das auf dem anderen Server nicht ausreichend ist, weil der irgendwie anscheinend nicht in der Lage ist, auf meinem, also sie hängen beide in der gleichen Domäne, sie haben beide denselben Server, also beiden lokalen Admin. Ja. So läuft das mit den Demos. Egal, wir machen weiter. Also es sollte theoretisch funktionieren, wenn ich hier umschalte auf den anderen, dann kann ich hier nochmal schnell tatsächlich das darstellen. Das ist mein SQL Server 2019. Ja, ich traue der Trusted, also das ist ein Untrusted Repository, das ist die PowerShell Gallery. Ja, das erlaube ich natürlich, weil das ist ein Trusted Repository. Ich könnte das Repository eigentlich auch parallel dazu oder vorher schon als Trusted entsprechend definieren. Das habe ich hier jetzt nicht getan. Daher kommt diese Abfrage.
Also eigentlich ist das Installieren von diesem DBA-Tools relativ zügig gemacht. Jetzt kann ich hier tatsächlich DBA-Privileges setzen auf dem Computer. Computer-Name ist dann SQL 2019, Type. Ich mache jetzt einfach mal nur IFI. Und dann sehen wir hier, er benutzt den NT-Service von dem lokalen SQL-Server. Der hat bereits das File in das Recht gesetzt und hier ist das, also ich habe auf diesem SQL-Server zwei Instanzen drauf, das ist die DBCC 2020-Instanz und die Default-Instanz mit ihren Benutzern und der kriegen wir jetzt die Meldung, dass das bereits gesetzt ist. Wenn ich das jetzt umändere in LPIM, Logpage in Memory, dann kriegen wir hier die Meldung, dass die Berechtigungen entsprechend hinzugefügt wurden. Ja? Das ist dann die Funktionsweise, die wir uns einfacherweise mit DBA-Tools hier nutzen können. Dann geht das weiter. Wir haben solche Geschichten wie MaxMemory, habe ich ja hier oben schon mal als Beispiel dargestellt. Auf dem neuen SQL-Server MaxMemory ist, MaxDob, MaxMemory gibt es genauso. Auf der SQL-Instanz new. Nehmen wir die alte. Kommt schneller zurück. Also hier haben wir die SQL-Instanz 2012, das ist die alte. Hier ist der Default-Wert gesetzt auf nach wie vor 2 Petabyte. Der SQL-Server verfügt aber physikalisch nur über 16. Daher wird empfohlen, den Wert nur auf 11 GB zu setzen. Das Ganze mache ich dann mit setdba max memory an meiner SQL-Instanz old. Und wenn ich hier hinten keinen Wert direkt angebe, dann wird automatisch davon ausgegangen, dass man den Recommended-Wert nehmen möchte. Und dann wird hier gesetzt auf entsprechend das, was man hier oben als Wert rausbekommen hat, auf diese 11 GB in etwa. Wenn ich jetzt noch einmal Test durchführe, dann stellen wir fest, der Recommended-Wert entspricht dem Max-Value. Also hat dieser Befehl einwandfrei funktioniert. Was da ja relativ cool ist, ist, dass halt offenbar sehr, sehr viel Know-how aus der SQL Server Community genau in diese Module reingeflossen ist, dass er jetzt an der Stelle halt genau den richtigen Max Memory Value ausrechnet. Ja, genau. Da ist sehr viel Wissen drin in diesen, also es haben sich auch sehr viele namenhafte, bekannte SQL-Spezialisten ihr Wissen damit reingetan und dabei unterstützt, wie welche Module entsprechend oder welche Kommandos entsprechend umgesetzt werden. Ja. Genau das gleiche Spiel kann ich mit allen meinen weiteren Parametern durchführen, die ich am SQL-Server zu setzen hätte. Zum Beispiel, darauf möchte ich einmal kurz eingehen, zum Beispiel den Threshold für den Cost, also den Cost Threshold for Parallelism, wenn wir hier schon den Max-Stop gesetzt haben auf einen entsprechenden Wert, dann müssten wir dafür ja natürlich auch den Threshold setzen. Da gibt es dann keinen Befehl für in dem Sinne, sondern man muss einen kleinen Umweg gehen über spconfigure. Und hier kann man dann leider nicht direkt auf mit setdba spconfigure den Parameter setzen, sondern man muss sich erst den Wert ermitteln. Spconfigure, ich gehe auf meine benannte Instanz, wo ich jetzt als Beispiel drauf möchte und sage dann, ich möchte diesen Wert hier haben. Das ist dann, jetzt geht's los, man muss erstmal ein bisschen tippen. Threshold for Parallelism, bloß richtig schreiben. Wenn ich diesen Wert mir geholt habe, und dann kann ich, wie in PowerShell üblich, hinten dran gleich das Set setzen.
SP-Configure und kann sagen, pass auf, jetzt setze mir diesen Wert zum Beispiel auf 40. Und dann sehen wir hier, erhalten wir auch hier die Meldung wieder, das ist der vorherige Wert, das ist halt der Default-Wert von 5 und der neue Wert wird auf 40 gesetzt. Ja, so kann ich über das Piping, was man in PowerShell oder vielleicht schon von Linux kennt, entsprechend hier auch verwenden und mir, und dann wären wir theoretisch bei dem, was Frank am Anfang gesagt hatte, bei Objekten mit dem getdba-sp-configure hole ich mir ein Objekt aus dem SQL-Server, sozusagen die Konfiguration dieses Parameters, den ich dann über set-sp-configure entsprechend anpasse. Und das Objekt wird dann entsprechend zurückgeschrieben. Nun haben wir aber ja vielleicht auch für unseren SQL-Server schon irgendwelche Skripte, die wir neu anlegen wollen, wenn wir einen neuen SQL-Server aufsetzen wollen und wollen diese Skripte entsprechend dann auf dem SQL-Server ausrollen, um dort eine entsprechende Konfiguration vielleicht durchzuführen oder Skripte zu benutzen. Auch das ist hier in dem Fall möglich. Ich kann zum Beispiel mit Invoke DBA Query sagen, jetzt hier bitte führe mir das entsprechende Skript aus, was ich jetzt hier auf diesem Server hinterlegt habe. Temp Recycle Error Log.sql. Also lege mir, in dem Fall ist es ein Agent-Job, den er anlegen soll, der alle 14 Tage läuft, um einmal das Error-Log zu recyceln. Habe ich irgendwo einen Tippfehler drin? So wie ich mich kenne. Gibt es CTEM? Ja, gibt es. Ah. Kaum macht man es richtig, ne? Unglaublich. Funktioniert das auch. Und dann habe ich jetzt tatsächlich hier einmal aktualisieren meinen Job. Und nicht nur den Job, sondern auch diesen Step da drin, den ich im Skript angelegt habe mit einem dazugehörigen Schedule. Ja, also so kann ich dann auch behelfsweise mir Jobs dort anlegen. Da ich nicht mehr so viel Zeit habe, möchte ich euch noch einmal schnell zeigen, dass man natürlich damit auch, wie ich das angedeutet habe, auch ganze Migrationen durchführen könnte. Und zwar Start-DBA-Migration. Die Quelle ist dann natürlich mein alter Server. Meine Destination ist der neue Server. Und jetzt kann ich theoretisch sagen, macht das Ganze bitte mit Backup Restore auf einen Shared Path, den ich da jetzt mal benenne mit DC und nicht die Gänsefüßchen vergessen, DC01 Transfer Share. Und dann analysiert dieses Skript jetzt im Idealfall meinen SQL-Server, den alten, und stellt fest, ja, ich muss die Datenbanken nehmen, ich muss die User migrieren und so weiter und so weiter. Und wird diese dann 1:1 auf der neuen Maschine im Idealfall genau dort wiederherstellen und beziehungsweise dort all die Konfiguration, die auf der alten Maschine, hier haben wir sie in der Theorie, er hat die Konfiguration entsprechend übernommen aus der SP-Configure und auf der neuen Maschine gesetzt.
warum auch immer, everyone has full access auf dem Laufwerk, es sollte funktionieren. Er stellt fest, dass zum Beispiel dieser User hier schon Berechtigungen hat. Das sind Windows-Berechtigungen, da scheint es Berechtigungsprobleme zu geben. Die SQL-Logins sind alle kopiert worden. Nun muss man natürlich sich auch hier das Log entsprechend anschauen, was sind für Probleme aufgetreten und so weiter. Mhm. So kommt man dann über diese eine Kommandozeile tatsächlich zu einer 1:1-Kopie oder Migration der alten Umgebung auf die neue Umgebung und kann dann sich darüber durcharbeiten. Anstatt sich vorher tagelang erst Gedanken zu machen, um irgendwas zusammenzuskripten, extrahieren, drüber zu schauen, auf der neuen Maschine testen, auszuprobieren oder wieder einzufügen und zu testen. Ja, das sehr soll cool. Eine erste Einführung sozusagen in DBA-Tools gewesen sein. Wenn ihr darüber noch mehr Informationen haben wollt und das ein wenig mehr in Produktion sehen wollt, was man damit auch an komplexeren Situationen oder Aufgaben bewerkstelligen kann, dann empfehle ich euch nachher die Session von William Durkin um 13.15 Uhr. Der wird da dann nochmal tiefer drauf eingehen, was man dann noch mehr mitmachen kann. Hervorragend. Ja, dann erstmal vielen Dank, lieber Björn. Also an Fragen hatten wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viele, beziehungsweise die Fragen, die da waren, die hatten wir halt schon im Chat so mehr oder weniger beantwortet. Okay. Genau, wenn jetzt noch jemand eine Frage hat, gerne entweder in den Chat oder halt Fragen. Ihr müsstet theoretisch auch in der Lage sein, euch zu unmuten. Warum nicht? Also für manche ist vielleicht so die Einstiegshürde dahingehend schwierig, dass sie sagen so, ich mache nur noch 20, 30 Stunden oder sowas, das geht ja auch. Dass ich meine, dass dann jemand vielleicht sagt, ich kann jetzt nicht ohne weiteres einfach so aus dem Internet so ein Modul installieren. Kannst du dazu kurz was sagen, Björn? Okay. Inwiefern, kannst du dich mal bitte stumm schalten? Es ist alles auch seitens Microsoft, natürlich kommt es aus der PowerShell Gallery und ist mit seitens Microsoft mit entsprechenden Zertifikaten und entsprechenden Modulen oder Absicherungen sozusagen. Mhm. Es ist alles geprüft und es wird regelmäßig getestet und es ist alles zertifiziert und durchläuft immer wieder entsprechende Qualitätsprüfungszyklen sozusagen, dass man hier ohne Probleme, ohne weiteres gefahrlos dieses Modul zumindest auf seiner Workstation installieren kann, wenn man die Vorgabe hat, dass das nicht unbedingt auf Produktionsmaschinen, Servern deployed werden darf, dann kann man das zumindest auf seiner Admin-Workstation deployen und kann von dort aus zentral alle seine Maschinen administrieren. Auf der anderen Seite, soweit ich weiß, ist das ja auch Open Source und da arbeiten, glaube ich, über 150 SQL-Server-Spezialisten dran. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles relativ vernünftig ist, ist ja relativ hoch. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich gucke mal eben schnell in den Chat rein. So. Genau, Tomislav meint noch, man kann PowerShell-Module auch auf dem Rechner laden und von dort installieren. Genau, das hattest du ja, glaube ich, auch gesagt. Ja, Björn, ne? Also als ZIP-File runterladen, dann kann man es durch seinen eigenen Virenscanner laufen lassen. Vielleicht seiner Legal-Abteilung irgendwie zukommen lassen. Guckt mal drüber, darf ich das installieren? Und dann auf der lokalen Maschine, also auf seiner Admin-Maschine entsprechend ausrollen, extrahieren. Ja. Und in das PowerShell-Modul-Verzeichnis reinlegen. Wunderbar. Gut, ja, dann danke ich dir nochmal, lieber Björn, und wünsche allen anderen noch eine schöne Konferenz. Ne? Dann werden wir jetzt auch gleich die Aufzeichnung. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Möglichkeiten. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, dafür nicht, gerne.